Helga Pankratz wurde 1959 in Wiener Neustadt geboren und kam Mitte der 70er Jahre nach Wien. Hier schloss sie sich schnell der Frauenbewegung an und gründete gemeinsam mit ihrer Freundin Doris Hauberger innerhalb der HUSI Wien eine Lesbengruppe. In den letzten Jahren engagierte sie sich besonders für den Frauentanzsport. Als Autorin und Kabarettistin schrieb sie zahlreiche Artikel und wurde vor allem mit ihrer Lyrik und Kurzprosa auch über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt. Wie kam es zur Gründung der HUSI-Lesbengruppe? Ich habe eigentlich erwartet, dass ich in Wien eine Bewegung finde, die auf dem Stand von Amerika oder Deutschland ist, wie ich jung war. Und also dann immer so auch die Gründung der HUSI miterlebt aus, also wie soll ich sagen, Falter gelesen, der ja auch ganz frisch war, und da die Annoncen, wie sich die HUSI zusammenfand, und durch Kommunizieren erfahren, die treffen sich im, jetzt weiß ich nicht, ob es vorher Rotstilzchen oder Treibhauskassen, dort jedenfalls. Ja, und bei Lesbengruppen war es genauso. Es gab Ansätze, es gab immer wieder Lesbengruppen, die sich getroffen haben in Privatwohnungen oder im Frauenzentrum in der Tendlergasse. Das habe ich auch besucht, angeschaut, habe im Frauencafé immer wieder plakatiert gesehen, wie der Kontakt zu knüpfen ist zur Lesbengruppe. Ja, und wie die HUSI gegründet worden ist, hat mir das aber sehr fasziniert. Ich habe dann über die Lambda-Nachrichten, wo ich die zweite Nummer der Lambda-Nachrichten, und die ist mir in die Hände gekommen, weil ich war am Reumannplatz beim Infostand. Da war gleichzeitig ein großes österreichisches Lesbentreffen zu der Zeit im Ammerlinghaus. Das erste große, das habe ich auch besucht. Und da, also eigentlich konnte man sehr viel erfahren. Alle waren interessiert an allem, was es gibt. Und so war es für mich irgendwie selbstverständlich, dass ich auch Lambda-Nachrichten lese, mit der HUSI kommuniziere. Die war aber halt ein Männerverein. Und irgendwann hat mich der Männerverein eingeladen, weil ich so oft Leserinnenbriefe schrieb und so oft reagierte auf Sachen, die in Lambda gestanden sind, dass ich gesagt habe, komm einmal, ja, treffen wir uns einmal. Was möchtest du denn, ja? Weil ich habe gesagt, ich möchte andere Frauen, die Kontakt zur HUSI haben oder suchen, ja. Und dann war es war der Kurt Krickler, mit dem meine Freundin und ich intensiver gesprochen haben, und der gesagt hat, wollt's nicht vielleicht eine Lesbengruppe bei uns aufmachen? Also wir haben versucht zu überlegen, wie das denn gehen könnte, in dem Männerverein aktiv zu werden. Und die Idee war sehr gut. Wir haben das ungefähr ein halbes Jahr lang im Vorfeld, auch im Frauencafé, in der Frauenbuchhandlung, diskutiert und Frauen eingeladen zum ersten Treffen. Und sogar bei einem großen Frauenfest, das von der Frauenbuchhandlung organisiert war, die Flyer austeilt mit Einladungen zur ersten Lesbengruppe. Also eigentlich ist, ohne das hätten wir ja die Frauen gar nicht gefunden, die dann auch zu uns in die HUSI kommen. Nicht zuletzt dank deiner Mitwirkung war ja die Lesbenbewegung sowohl Teil der gemeinsamen homosexuellen Bewegung als auch Teil der Frauenbewegung. Das war ja vermutlich nicht ganz friktionsfrei. Ich bin unverbrüchlich Feministin, und wenn ich an Sexismus von den Schwestern, also von den schwulen Schwestern, wahrnehme, dann kann ich das nicht einfach so hinnehmen. Nur meines und das von den Frauen, die es ähnlich gemacht haben wie ich, war nicht dann deswegen fernzubleiben oder auszutreten, sondern den Konflikt zu suchen, aber auch die Verständigung. Und es war so, ich kriege das jetzt nachträglich öfter noch erzählt, es haben sich die schwulen Männer in der HUSI zum Teil wirklich gefürcht vor uns, einfach weil wir uns nicht immer alles bitten haben lassen, weil wir immer gesagt haben, na hoppla, Moment so, ja. Und es war ein Lernprozess, wo ich glaube, die Männer haben sehr viel mehr zum Lernen gehabt. Und er war auf beiden Seiten. Aber ich glaube, die Männer, was ich so sehe, die haben urviel gelernt. Die Frauen haben eh nicht so viel zum Lernen gehabt, aber fühlen sich jetzt zum Teil deutlich wohler und besser aufgehoben und integriert. Und die Strukturen passen schon.